Mit dem Stausee meine ich den Völkermagder Stausee. Und als Beweis fährt dieser kleine Ausflugsdampfer gerade an der Burg Neudenstein vorbei. Vom Schiffsverkehr wird dieses Reiherentenpaar manchmal etwas gestört, aber sonst ist es hier ruhig. Andere Wasserbewohner haben die Schiffe eher als Futterstelle kennengelernt. Aber man kann es halten, wie man will. Platz ist für alle da. Und somit kann ich die Tierwelt mit Ruhe und ungestört beobachten. So kann ich vom Rande des Naturschutzgebietes, man erkennt es sofort an der umgeworfenen Tafel, die für mich eine Neuheit entdecken. Es sind Kolbenenten. Ich muss sagen, in den letzten Tagen hat es ein bisschen geregnet und es hat abgekühlt. Die Nacht war recht kurz für mich. Aber es hat sich ausgezahlt. Ich habe die Kolbenente, die ich vor ein paar Tagen hier gesehen habe, entdeckt. Es sind ein Pärchen mit einem Jungen. Das waren die Aufnahmen von den Tagen zuvor. Aufgrund dessen bin ich wieder mit meinem Boot und mit Kamera und Fotoapparat bewaffnet hinausgefahren. Heute allerdings habe ich nur ein paar Aufnahmen machen können von einer Ente. Ich glaube, das war das Männchen. Wenn es das Nest war, was da als Schwimmnest da drüben treibt, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ist es eine seltene Art, die hauptsächlich im Osten vorkommt. In Österreich ist sie laut Literatur im Neusiedlersee angetroffen worden. Ansonsten noch Bayern. Aber hier in Österreich eher selten. Und wenn ich Glück habe, bin ich derjenige, der zum ersten Mal hier am Völkermagder Stausee diese Aufnahme machen hat können. Schaut sie euch an, vielleicht interessiert es euch. Vielleicht seht ihr mal eine, dann könnt ihr es vergleichen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wie ich dann später erfahren habe, ist unter den Ornithologen bekannt, dass bei Traustauseen auch woanders noch die Kolbenente gesichtet oder sogar bei der Brut entdeckt wurde. Aber das Vorkommen am Völkermagder Stausee ist nicht bekannt. Nun habe ich noch ein paar Fotos für euch vorbereitet, die ich hier gemacht habe. Wie zum Beispiel diese versteckte Möwe oder dieser Schwarm Trauerseeschwalben, die gerne auf Gewässern nach Nahrung suchen. Thank you.
Dies ist zurzeit mein Foto- und Filmrevier unter der Burg Neudenstein, direkt am Naturschutzgebiet. Unmittelbar daneben gleich dieser Bootshafen, den man hier eingerichtet hat. Zum Schluss noch zwei Fotoserien, eine von der Kolbenente und von den Schwänen, die hier Junge großziehen. Thank you.